Guten Morgen. Ich habe hier bei Regen einen Rückstau in der Rinne. Bei Starkregen kommt es in der Rinne hoch. Ob andere betroffen sind, das weiß ich nicht. Wir haben hier noch 3 Einläufe nach hinten. Das wird wahnsinnig. Wollen wir mal anfangen. Wie geht das denn? Na komm. Ja, ja. Tu dir ja nichts. Ja. Tausendfüßler. Ups. So. Ich glaube, wir haben Wurzeln. Dann braucht ihr die Kamera nicht. Und ja, nicht wenig. Und ich glaube, ich werde mir erstmal die Hände waschen. Tja, Ding ist ja völlig zu. Das ist wohl eine Sache für einen Spüler. Und meine Cobra-Nozzle. So. Hier ist ein Abzweig. Der nimmt das ganze Dach auf. So, ich denke, ich fange mal mit einer ganz kleinen Düse an, um da ein Loch hinzukriegen. Oh Gott, das sieht ja nicht. Druck an. Leerlauf.
kleines Loch hin gemacht, aber scheinbar geht das. Mal durchfließen lassen. Groß ist anders. Mal Leerlauf machen. Jetzt habe ich ein bisschen Wasser an. Zumindest läuft es ab, würde ich sagen. Müsste man mal reingreifen wieder. Da ist ja eine richtige Wurzel drin. Mal gucken, wie weit ich komme. Ist fest. So, kommt mal drüben hin. Da wollte man die Kamera noch nicht gucken. So, dann versuche ich mal eine kleine Kurve. So, Vorschalldüse, Cobra. Na, mal gucken. Aber so. Erstmal komme ich gerade mal mit den Fingerspitzen ran. Ah. Nee. Oh. Nee, nur ein bisschen. Zum Glück ist es ja nur Erde und Tausendfüßler. Ja, mal gucken, was das Ding hier macht. So, jetzt könnte das besser werden. Unten scheint ein Bogen zu sein. Da ist die Wurzel reingewachsen. Ich kann sie nicht rausziehen.
vielleicht gibt es, ja. Aber unten ist eine dämliche Wurzel, die ich nicht erreiche. Thank you, Britain, for your rods. Not that I like them so much, but they can be useful. Okay, give it another try. Jetzt nehme ich die Mini Double Barrel. Hat sie für sowas noch nicht benutzt. Danke, Cobra. No. Ah. Metall macht die Sache natürlich nicht einfacher. So. So, Stück für Stück. Ah. Kommt die Wurzel raus.
Viel mehr kann ja nicht drin sein. Der Kamera drin. Aber ich bin jetzt guter Dinge. So, hier war die Muffe ein bisschen auseinander. Verschoben. Ja, sieht doch gut aus. Warum nicht gleich so? So? Nicht, dass ich das was vorgeschoben habe, ich gehe mal eben rein. Okay, Sand, nicht schrecklich viel. Ah, das wird der nächste Anschluss sein. Vermutlich. Okay. Aber die Grundleitung ist frei, das ist gut. Schon ein bisschen Sand. So, ich denke mal, sollte reichen. Very satisfying. Ich wünsche allen Beteiligten ein schönes Wochenende.